Hallo ihr Lieben, heute gibt es das versprochene Craft-Update. Ich kriege hier gar nicht alles drauf. Die Doppelten habe ich da oben liegen. Aber ich zeige euch ja eh alles einzeln. Und ja, ich hoffe, wenn das Video oben ist, habe ich dann auch schon alles im Shop drin. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeikommen. Adresse verlinke ich euch in der Infobox. Und entschuldigt, wenn ich heute ein bisschen komisch klinge. Ich bin angeschlagen, aber das dürfte uns ja nie weiter stören, ne? So, fangen wir mal mit den. Ich hoffe, das Licht ist auch okay. Fangen wir mal mit den Blättern an. Da habe ich vorne wie auch hinten, na komm schon, eine goldene Blüte noch drauf geklebt, damit man die Schrauböse nicht arg so dolle sieht. Und ich finde das eigentlich ganz gut so. Dann oben ein Schlüsselchen und ein rotes Herz mit einem Bronze-Schlüsselanhänger. Fand ich so ganz hübsch. So, legen wir das gleich weg, dann habe ich ein bisschen mehr Platz hier. So, dann das andere Blatt. Auch wieder genauso mit einer goldenen Blume vorne und hinten, einem Bronzeschlüssel und einem, na, komm schon, einem roten Blatt. Genau. Dann haben wir hier zwei Mini-Herzschlösser. Einmal in Schwarz und einmal in Orange. Ich glaube, das war sogar orange glitzernd. Das ist hier, das sieht man jetzt gerade nicht. Jetzt sieht man es. Das ist ein bisschen krasser, das Orange. Ja, das, ja, es leuchtet schön. Und da habe ich bei beiden noch so ein goldenes Herz draufgeklebt. Und ich fand das mal so an so einer Kugelkette eigentlich mal ganz schön. Ist mal ganz schlicht und einfach und kann man sich ja überall dranhängen, ne? So. Dann haben wir hier hellblaue Sternchen mit auch Sternchen drin. Mit einem goldenem Kettchen und oben noch ein silberweißer Stern und ein blaues Blatt. Also mit den Blättern arbeite ich zurzeit echt gerne, weil ich die so hübsch finde. Die finde ich mega. Einmal das und dann habe ich die Variante aber auch noch mal in Silber gemacht, weil ich das, ja, ich wollte halt beides machen. Na komm hier. Ein silbernen Kettchen, oben eine Schneeflocke und ein silbernes Blatt. Genau. Und der Stern ist auch hellblau mit Sternchen. Finde ich wirklich sehr süß, die Sterne. Also die sind super, super schön. Ich glaube, da werde ich mir auch ein paar machen und ja, ich wollte ja eigentlich auch mal Mobilis machen. Die finde ich eigentlich auch sehr hübsch. Hier haben wir auch einen hellblauen Stern, aber diesmal opak. Oben ein hellblaues Blatt und hier auch nochmal ein Blatt, also zwei verschiedene Blätter. Und den gibt es zweimal. Den hab ich zweimal so gemacht. Und die glitzern auch noch ein bisschen. Kann man gut sehen, ne? Und von denen hatte ich ja drei und deswegen habe ich hab zwei Silber dann gemacht und einen goldenen. Aber halt auch die beiden Blätter, die beiden blauen Blätter dran gehangen. Funkel, Funkel. Ich finde die echt super schön. So, dann haben wir hier diese schönen Schleifchen. Da habe ich in die Mitte noch eine goldene Schleife draufgeklebt. Das fand ich irgendwie sehr hübsch. Ringsherum noch solche kleinen Strasssteine. An einem silbernen Kettchen hier oben noch ein Zweig mit einem Herzchen dran. Und hier auch noch zwei Blätter, einmal in Rosa oder Pink und in Silber. Genau, und davon gibt es fünf Stück. Davon hatte ich ja fünf gemacht und davon habe ich aber auch alle in Silber gemacht. Ich fand das irgendwie sehr passend, weil ich hatte alle mit
silbernen Strass bestickt und wollte dann keine goldenen Kettchen dranhängen. Deswegen sind alle in Silber geworden. Genau. Und alle genauso mit dem Herzchen und mit dem Zweig. Und sind alle identisch. So, entschuldigt für den Lärm. Dann haben wir hier einen roten Stern mit Flitter drin, an einem goldenen Kettchen, mit einem roten Blatt, einer weißen Perle mit Strass und roten Perlen. Also ich finde die echt super, super schön. So niedlich. Ich habe die aber auch alle so gelassen. Ich habe die hinten nicht irgendwie beglitzert oder so oder noch eine zweite Schicht gegossen, sondern ich habe die alle so in einer Schicht gegossen. Ne? Süß. Und ich werde die noch in vielen anderen Farben machen, weil ich die wirklich so schön finde. Dann haben wir hier, na komm hier, einen gelben Stern mit Flitter drin, an einem silbernen Kettchen, mit einem goldenen Blatt, wieder einer weißen Perle mit Strass und gelben Perlen. Genau. Na, ist der Fokus überhaupt da oder filme ich hier die ganze Zeit ohne Fokus? Das Wetter ist heute schön bescheiden, deswegen... Aber mich stört es ja nicht. Ich habe hier nebenbei eine Kerze an. Schön romantisch. So, dann haben wir hier eine Mieze. Leider ist nur noch eine übrig geblieben von dreien. Zwei habe ich mir versaut. Habe ich mich geärgert, aber das könnt ihr euch ja vorstellen. Bei der Mieze habe ich nichts weiter gemacht, außer hier hinten im Schwanz. Im Schwanz. Am Schwanz habe ich noch drei Strasssteine hingeklebt an einer silbernen Kette. Und hier oben ein Herz mit einem Pfeil durch. Ich wollte da nicht noch mehr dranhängen. Ich finde, die Mizi glitzert schon so mehr als genug. Und ja, süß. Dann, was haben wir hier noch? Habe ich irgendwas vergessen da oben? Nee. Nehmen wir mal die Schlüssel. Da habe ich auch nichts weiter gemacht. Da habe ich einfach die an eine Kugelkette gehangen. Und obendran eine... Ja, sag schon. Eine dunkelgraue Halbperle draufgeklebt. So, jetzt habe ich's. Ja, und das war Dannys Idee. Danke, Dani, dafür. Aber ich hatte ihr das geschickt und also jetzt nur so an der Kugelkette und fragte sie, ob das zu schlicht ist. Sie meinte, nö, sieht schon gut aus, aber man könnte ja noch was... eine kleine Perle oben drauf kleben und da hat sie recht. Sieht super schön aus. Und von dem Grauen, das ist hellgrau, von denen gibt es zwei. Finde ich auch super niedlich, kann man sich überall dranhängen. Und dann gibt es noch einen weißen. Und die glitzern halt alle. Das hat man ja gut gesehen, oder? Ja. Na Mausi. Schnucki ist auch mal wieder da. Aber er kommt nicht vor die Kamera. Er geht ins Bettchen. Ja, mein Schatz. So, was haben wir hier? Einen rosanen Stern an einer goldenen Kette. Funkelt wieder schön. Es ist echt schwierig, das zu fassen. Mit einer rosanen Perle und einer silbernen Perle und wieder einem silbernen Blatt. Und diesen gibt es halt nochmal wieder an einem silbernen Band. Wieder genau derselbe. An einem silbernen Band und hier oben, kann man das gut sehen? An einem so ein irisierenden Blatt und unten dran hängt auch nochmal ein silbernes Blatt. Ach komm schon. Aber wie gesagt, ich stelle ja dann bei der Wanda ein. Auf den Bildern sieht man es dann vielleicht noch mal besser, wie die genau aussehen, weil das ist hier schon schwierig zu zeigen. Ich denke immer, das ist einfach, aber das ist nicht so einfach. So, dann haben wir hier die... Jetzt hat mir die Stimme wieder ab, ist ja klar. Ach genau, von diesem hier gibt es zwei. Das sind die weißen Sterne mit Glitzer an einer goldenen Kette mit einer... Ach komm. Schwierig. Mit einer Schneeflocke. Na komm schon. Jetzt. Mit einer Schneeflocke
und einem goldenen Blatt. Genau. Und den habe ich zweimal. Und ich hatte noch einen dritten und das war mein erster, den ich gemacht hatte und den hatte ich mir versaut. Da ist mir dann die Schrauböse abgebrochen. Hier unten kann man es noch halbwegs erkennen. Und war schon echt sauer und dachte mir, ach komm, nee. Nee, schmeißt sie nie weg. Klebst Strasssteine drüber und ja, das habe ich dann auch gemacht. Hab dann einfach einen Strassstein drüber geklebt und an den anderen Ecken auch und dann ein neues Loch gemacht. Und ja, den werde ich dann wahrscheinlich als B-Ware reinmachen. Weil ich finde die echt, ja, niedlich. Viel zu schön, um wegzuschmeißen. Ja. Dann haben wir hier noch goldene Sterne. Kann man gar nicht so schön sehen. Nee, schade. Aber die sind halt so leicht golden. An einer goldenen Kette mit einem gelben Stern und einem goldenen Blatt. Den habe ich auch wieder zweimal gemacht. Hier ist das Klimbim dran. Und den habe ich halt auch noch in Silber gemacht. Auch wieder goldener Stern an einer silbernen Kette. Hier oben auch wieder so ein irisierendes Blatt, diesmal mit einem Herzchen dran und einem goldenen Blatt mit dran. Genau. Und das war's auch schon. Ich habe jetzt hier alles reingeschmissen. Das sieht aus. Ich hoffe, die verwirren sich jetzt nicht da drin. Da habe ich ja dann was zu tun. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Wie gesagt, ich werde jetzt die Teile in meinen Davanda-Shop stellen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne gucken. Und ja, ich habe ja immer noch die Halloween-Teile. Und habe ja meine Dorian Beats Bestellung immer noch nicht bekommen, weil ich wollte ja unbedingt Taschenbaumler draus machen aus den anderen. Naja, schauen wir mal. Okay, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ich denke mal, das nächste Video wird ein Pop-Out sein. Ich habe schon wieder ein bisschen gegossen. Das klingt blöd, schon wieder ein bisschen gegossen. Ich habe wieder gegossen. Und das möchte ich euch natürlich wieder zeigen. Da habe ich einen wieder Weihnachtssticker eingegossen. Diesmal die neuen, die ich mir letztens im Teddy gekauft habe, wo ich mich ja sehr drüber gefreut habe. Ja, also bis dann, ihr Lieben. Ich habe schon wieder viel zu viel gesabbelt. Es tut mir leid. Bis dann. Tschüssi.